Während sich in Deutschland der Sommer dem Ende zuneigte, zog es uns in den Süden. Wir suchten nach heißem Sand und nach Gewürzen, nach einer Kultur, die ganz anders war als die, in der wir aufgewachsen waren. Die Suche führte uns nach Marokko, weil wir wussten, dass wir dort Unglaubliches erleben würden. Aber fangen wir vorne an. Obligatorische Dance-Off auf der Straße. Viel Spaß! Ein neuer Tag beginnt in Marrakesch und mit ihm das Leben in den Gassen der Medina. Wir sind schon früh auf den Beinen und mischen uns unter die Menschen. Im Rhythmus der Stadt strömen wir ohne konkretes Ziel durch die Altstadt, bewundern die Ornamente und die exotischen Düfte und die Tradition, die in jeder Faser dieses Landes steckt. Angekommen. Das ist die Kulturhauptstadt von Marokko und das ist eine Millionenstadt mit 1.100.000 Einwohnern, also ganz schön gewaltig. Anscheinend ist die Medina, also die Altstadt dieser Stadt, die größte der ganzen Welt, die größte Altstadt, in der keine Autos fahren und sowas. Und es gibt, wie viel waren es? 9.600 Hauptstraßen. Ja, ganz schön krass. Chefchaouen, das ist die blaue Stadt, die ist ziemlich Insta-Fame inzwischen. Und zu Recht finde ich, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr hört im Hintergrund, sehr passend, sehr gutes Timing. Dankeschön, Marokko. Die Gebetsgesänge, die 5-mal am Tag in jeder Stadt erklingen und die Leute in die lokale Moschee rufen. Genau, ihr seid live dabei. That's it. Das ist Marokko hautnah. Wir haben nur noch 3 Tage hier in Marokko, aber heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir uns auf den Weg machen in die Wüste, in die größte Trockenwüste der Erde, in die Sahara. Und ich bin mega gespannt, was wir so machen werden. Ich glaube, Kamelreiten steht auf dem Plan. Eine Übernachtung in einem Wüstencamp ist auch geplant. Also würde ich einfach nur noch sagen, los geht's in die Wüste. Thank you.
Was würdest du sagen, hast du in Marokko gelernt? Also, ich habe in Marokko gelernt, dass es einem Ruf, dass es ein gefährliches Land, das überhaupt nicht gerecht wird. Und dass es dort super viele nette und hilfreiche und hilfsbereite Menschen gibt. Also würdest du Marokko als Reiseziel weiterempfehlen? Definitiv. Also ich will auch auf jeden Fall nochmal hin und eigentlich muss da jeder mal hin, weil das muss man einfach gesehen haben. Yes, be happy, please. No. Like milk without honey. Funny without milk without honey. Fantastic without plastic.